So, willkommen zur nächsten Kiste, einer ehemaligen VE Blue Diamonds von Diamond. Habe ich mir dieses Jahr keine geholt, aber dafür sind auch andere Schätze drin, vor allem etwas größere. Fangen wir erstmal mit der kleinsten an. Der Cassiopeia aus der Big Bang Serie, kennen bestimmt viele von euch. Ähnlich der Reno bzw. Aquila von Weko. Allerdings mittlerweile effektstärker und auch billiger. Habe ich mir auch für den Spaß vorher geholt. 140 Gramm NEM. Wirklich ein sehr, sehr kleines Teil, aber soll auf jeden Fall Spaß machen. Kann ich eigentlich so wieder reinstellen. Weiter geht's mit der Missile. Ebenfalls aus der kleinen Big Bang Serie. NEM 128 Gramm. Die Effektbeschreibung. Halt viele Blinker drin. Ja, zum Aufwärmen halt. Dann geht es weiter mit der zweiten, wenn ich sie denn rausbekomme. Jedenfalls ist es die Evil Enemy. Habe ich euch ja schon in einem anderen Video gezeigt, deswegen lasse ich sie jetzt einfach mal da, wo sie ist. Dann kommt auch ein etwas größeres Gerät, nämlich die erste Out of Limits. Batterie, die ja bestimmt alle von euch kennen und auch zu schätzen gelernt haben. Bei mir ist sie seit dem ersten Jahr, den sie hier draußen ist, auch immer dabei. Super klasse Teil. Ich habe sie auch wieder doppelt. Die macht einfach was her. Also, das ist wirklich schon fast Klasse 4 Stimmung. 486 Gramm NEM. Ja, schönes Ding. Nutzen wir die Gelegenheit mal, um nach dem hier zu gucken. Die Höhen hier von Pyro Art ist die ungelabelte Heavy Metal von Weko. Ist ja eigentlich schon eine sehr, sehr alte Batterie, aber ja, die Heavy Metal ist ja so der Bruder der Dragonfire und ich hatte sie noch nie und sie soll ja eigentlich auch für zumindest für die früheren Verhältnisse sehr, sehr gut sein. Und ja, ich bin gespannt. Weiter geht's dann mit der Red Heat von Panda. Auch eine Neuheit dieses Jahr, wie alle Panda-Artikel. Ist auch recht groß, wie alle Panda-Keks. Und ja, hier sehen wir die Anleitung. 460 Gramm NEM. Wieder das Cover. Ist, finde ich, auch ganz gut gelungen. Oben auch nochmal Mega Power. Und hier die nicht zutreffenden Effektbilder. Ja, das war's dann auch für diese Kiste. Drei Stück haben wir noch, bevor die große Raketenkiste kommt. Und dann haben wir es geschafft. Dann kommt später noch irgendwann die Beisel-Bestellung und der Discounter-Einkauf. Freut euch.